Jetzt. Hallo, jetzt Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Spider-Man zu Part 98. Und noch ein Part mit solchen Minuten, dann geht's weiter und dann geht's weiter mit der Hauptquest und dann haben wir's. So. Okay. So. Danke. Nee. So, jetzt machen wir hier so weiter und dann let's go. Alles klar. Ich bin schon unterwegs. Warte mal, ich guck gerade mal schnell hier. Hier noch. Und wenn das stattdessen noch mit rein war, guck mal. Sag mal. Wieso? Ja, ein Bioscan habe ich jetzt erstmal raus. Was ist das hier oben? Langstreckenscans. Langstreckenscan, okay. Jawohl. Ich habe jetzt das so gemacht, so ist es mir nämlich lieber. Und dann kriege ich mich dann nicht in die Probleme nicht mit rein. Mich berührt die tiefe Zuneigung zu euren Freunden. Schau. Ich sorge dafür, dass ihr in die gleiche Zelle wandert. Und? Guck, was ist denn? Hör auf oder stirb! Schau. Alleine! Wie kann er gewinnen? Ganz einfach, weil ich alleine bin, deswegen. Das wird wehtun! Der Typ ist ein verdammter Akrobat! Ich geh ihn nicht in den Knast! Oh, glaub mir, du wirst in den Knast gehen, glaub mir das. Alter, nervt mich jetzt nicht, Alter. Komm her jetzt. Weg mit dir. Oh, Alter, jetzt hau ab, Mann. Weg jetzt! Das glaubst nur du, dass das lustig wird, weil für mich wird's lustig, glaub mir. Und ciao! Was heißt denn schon Knast? Es ist doch eher euer zweites Zuhause! Bitteschön. So. Und dann geht's hier weiter mit hier. So. Habe ich hier schon mal eintragen können hier. Und dann hier. So. So. Okay. So. Das ist so richtig geil jetzt hier mit. Vorsichtig, der Regen kommt, wenn der Regen fällt, war. So.
Okay. Was, wenn der Regen fällt? Ein Zivilbus wurde gerade entführt. Ihr könntet euch nur noch unbeliebter machen, wenn ihr Studienkredite eintragen würdet. Nicht den Boden berühren. Und gute Nacht hier. Vormarsch! Was willst du, wenn du noch einmal schlägst, Junge? Das kannst du vergessen, Junge. Du kannst von mir aus zu Tomasch gehen, Alter. Hier. Und hat das weh getan? Gut. Schön. Erzählt das euren Freunden. Wenn es euch wehtut, ist es immer gut, also. So. So. Spider-Man, er ist hier. Du wirst Achtung, Saber Teams, brauchen sofort einen Lagebericht für Bloomingdale. Ihr Transporter Foxtrot, verfolgt geflohene Häftlinge. Ja, ja. Die haben sowieso keine Chance, die Penner. Komm schon. So. Ist es nicht schrecklich, dass ich kurz überlegt habe, Sable für die Häftlinge im Stich zu lassen? Ciao. Okay, ein bisschen schrecklich. Ich und dann sie lieber. Okay, jetzt sind die Häftlinge dran. Genau. Spider-Man, auf! Schaff ihn weg! Genau, ich hau dich weg. Und ciao. Alright. Okay, wie groß ist Sable Internationals Personalabteilung eigentlich? Okay. Lass mal kurz das hier ab und... Das könnt ihr schon vergessen. Ja. Oh, meine Güte, Alter. Ciao. So, Freunde der Nacht. Einfach wunderbar. Und deswegen. Natürlich beschieße ich mit Netzen. Du kannst oben auf deinem eigenen Wagen hinbleiben. Ciao. Tja. Wenn ihr denkt, dass ihr eine Chance gegen mich habt, vergesst es, ihr dreckigen Hundeköpfe. Oh yeah. Ich hab zu tun, aber nie zu viel, um ein paar knallharte Kriminelle zu verprügeln. Genau. Das ist jetzt unsere Stadt. Das, ja, das ist dir so passt, dass es deine Stadt, dass es eure Stadt ist. Ciao. Vielleicht bleibt ihr nächstes Mal einfach im Knast. Wird uns viel ersparen. Richtig. Tja, Pech gehabt. Gesehen? Ich soll einfach keinen Backup-Gardner machen, mein Freund. Hä? Fällt ein Angriff auf mich schon unter Schuldunfähigkeit? Achtung, Sable Teams, brauchen sofort einen Lagebericht für Bloomingdale. Weg. Verfolgungsposten aktiv. Keine Spur vom Hauptziel. Ciao. Und kannst herkommen, mein Freund, und kannst an der Wand kleben bleiben und so, komm her, ich spinne dich erstmal ein und du kannst. Wo liegst du? Du kannst gleich an der Wand hängen bleiben, Alter. Was soll der Blödsinn? Nix da. So.
Nachbarschaft wird gerade ein bisschen ungastlich. Vielleicht kann ich den aus... Soll die Scheinwerfer meine Aufmerksamkeit erregen? Vielleicht sollte der deutlicher werden. Oh, ein Spinnenlogo. Nein, wir könnten verklagt werden. Lass mal das Ding oben anreißen, dass wir jetzt mal ein bisschen Platz haben hier. Weg mit dir, komm. Dann auch ein bisschen. Du spielst, du machst nicht so. Ich hab ihn! Ihr dreckigen Penner, ey. Ihr dreckigen, miesen, kleinen Penner. Warte mal, wie viel haben wir gerade? Dann geht's schon mal. Ja, 83%, ja, schon mal nicht schlecht, finde ich. Alles klar, ich bin unterwegs. Ich bin kein Officer, aber ich bin unterwegs. Freunde der Nacht. Die Dämonen könnten das Gebäude hochjagen. Das Bombenkommando wird wissen, was zu tun ist. Okay. Wie sieht's aus, Officer? Die Dämonen haben weitere Bomben gelegt. Deaktiviere erst das Hauptgerät und dann die Nebengeräte mit dem Schlüssel. Hm. Los geht's! Jetzt schon wieder solche blöden Bomben hier. So, zack. Hey, kriegt das Ding Podcasts rein? Weg hier. Ich kann das Hauptgerät entschärfen. Junge, mach mal Platz hier jetzt. Jetzt bloß keine feuchten Hände. Mhm. So, dann. Falsche Ding. Dann. Ah, ne, hab ich ja schon genommen wahrscheinlich. So. Hm. Okay. Und dann. Mal so rum. Quatsch, nicht alles rum. So. So. Okay. Meine Güte, Alter. Also jetzt. So, der Schlüssel. Erfolgreich. Den Schlüssel. Oh nein. Die Notsicherung. Die Timer der anderen Bomben laufen. Ich muss schnell sein. Hä? Herr Bodin, Alter. Ernsthaft, Alter, ihr verarscht mich doch gerade. Leute, verarscht ihr mich jetzt ein bisschen? Ernsthaft, ihr verarscht mich doch gerade, ihr kleinen, dreckigen Hunde. Wo sind die? Ja, komm, ey, das ist doch eine Verarschung gerade mit den Bomben.